Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Startbildschirm. Und warum? Weil ich ja im Iron Man spiele und ich habe es geschafft, den Save falsch zu laden. Ich habe eine andere Mod gespielt und habe es dann irgendwie geschafft, auf den Save zu klicken, habe den Save geladen und im Iron Man überschreibt er ja quasi sofort. Hat dann quasi direkt diesen Save mit einer anderen Mod geladen und gespeichert. Endergebnis. Der Safe ist im Arsch. Also, was mache ich jetzt? Ich spiele den ganzen Scheiß nochmal und das Ganze nennen wir nochmal Kaiser Redux, auch wenn es hier als spielbar steht. Es gibt kein Russland mehr, es gibt kein Belgien mehr und ohne Russland und Belgien, surprise, surprise, macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Deswegen gucke ich jetzt erstmal zum letzten Stand hin, Daddel, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie das so ist. Ein bisschen was ist anders gelaufen. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, die Niederlande wieder zu unterwerfen. Das ist schon mal interesting. Ansonsten, ja. So sieht es aktuell aus. Es gibt auch noch keine Aufstände in Deutsch-Ostasien. Aber bin mal gespannt jetzt. Fabriken habe irgendwie verloren, ohne Ende. Keine Ahnung, wo meine Fabriken hin sind. Jedenfalls organisieren wir jetzt kurz die Jugend, dass wir dieses Quenched Militarism wegbekommen. Dann hätte ich als nächstes gesagt, wir gucken mal ein bisschen auf unsere Fabriken. Jetzt ist die Frage, was wählst du aus? Das sind Zivilfabriken, das sind Militärfabriken. Ich bin erst eher auch ein bisschen für Militär. Mauser Contracts, das ist ja einfach nur Zivilindustrie, hier. Infrastruktur. Aber wir bekommen dort minus 5% Consumer Good Factories. Und das kriegen wir nur über eins von den beiden. Da verlieren wir aber auch Consumer Good Factories. Ah, warte mal, minus 5%, nicht minus 5,0%. Ist das ein Unterschied? Wahrscheinlich, oder? I'm not entirely sure. Können wir da beides machen? Also können wir in dem Fall beide Wege wählen? Das sind keine Entweder-Oder-Entscheidungen. Komm, wir nehmen mal die Mitte. Lass mal gucken. Weil ich glaube, da können wir sogar beide Varianten wählen. Falls ich mich nicht komplett täusche. Während es hier überall Kus gibt aktuell. Die Afghanen übrigens auch. Seit längerem im Krieg. Gegen Dominion of Delhi. Relativ ausgeglichen das Ganze. Aktuell. Wir haben auch die Afghanen unterstützt. Aber aktuell sieht es mir nicht allzu gut aus. Können wir so ein bisschen... Ne, können wir nicht. Wir können gar nichts machen. Aber wir können Kollaborationsregierung... Ja, weiß ich gar nicht, ob wir die machen können. Aber Kollaborationsregierung gegen Frankreich wäre schon mal ganz nice. Damit beginnen wir schon mal. Die Kollaps sind grundsätzlich, wie ich finde, auch etwas, wo man... immer mal gerne machen kann, weil es einfach coole, entspannte Boni sind. Oil Treaty from Mountain Republic. Oil must flow. Das Öl muss fließen. Um jeden Preis. Belarus hat Mitteleuropa verlassen. Naja, toll. Syndikalisten haben die Macht in Weißruthenien übernommen. Das muss ich gestehen. Gerade ein bisschen verloren. Ich habe keine Ahnung, wo White Ruthenia jetzt gerade liegt. White. Ruthenia. Okay. Ach, Belarus. Ah. Ach so. Belarus ist das Ding. Ich jetzt meine Freunde in natürlich in anderen Gebieten jetzt auch ihre Probleme haben in Siam. Das unterstützt mich hier wieder keiner, oder? So eine Lebenszeitverschwendung, echt. Eine unfassbare Lebenszeitverschwendung ist das schon wieder. Da hoffe ich doch, dass du bereit bist. Jetzt kann ich gegen die keinen Krieg führen, weil mich keiner unterstützt. Das ist...
Das ist doch Verarsche. Ja, die weigern sich auch noch, irgendwas zu machen. Macht jetzt auch nicht viel besser. So, wir machen weiter auf Teilmobilisierung. Wenn es uns nicht so viel bringt aktuell. Ah, ich kriege wieder mehr Fabriken. Oh, jetzt sind sie beigetreten. Hat kurz gedauert. So, ah, cool, wir können echt beides machen. Also das natürlich nicht und das natürlich nicht. Aber wir können dafür sowohl ZIP als auch Artillery Research machen. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann am Ende... Genau, dafür brauchen wir ZIP 3 und PEK. Achso, das ist sogar der einzige Weg, das zu machen, oder was? Wenn ich jetzt mit dem Weg nehme, kann ich das hier nicht machen. Dann könnte man zum Beispiel Economic Boom nicht freischalten. Interesting. Schau, hätte ich mich da... Da habe ich mich letztens scheinbar für den falschen Weg entschieden. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist falsch und schwer. Wie schon ein anderer mal gesungen hat. So, dass natürlich Weißrussland alias Belarus keine Chance hat. Das ist, denke ich mal, relativ zu erwarten gewesen. Wir machen hier das gleiche nochmal. Ne, können die gar nicht zum Puppet machen. Das ist interesting. Dann geben wir diese Gebiete Polen, Litauen. So, jetzt ist Belgien auch unabhängig. Also es gibt manchmal so Sachen, da läuft scheiße. Oder so wie in dem Fall hier, da läuft es komplett scheiße. Aktuell läuft es einfach komplett scheiße. Gefühlt alle verraten aktuell. Katastrophe. So. Wir können mit denen verhandeln oder wir greifen sie einfach an. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. While we were busy solving our own problems, Adelbert, King of Flanders Wallonien, has deposed. Also, nachdem wir unsere eigenen Probleme hatten, hat der gute Adelbert hier, der König von Flanders Wallonien, sich dazu entschieden, seine Sachen zu packen. Also nicht ganz freiwillig. Das ist natürlich nicht so gut für uns. Wir können jetzt mit denen verhandeln. Aber die wollen ein Abkommen unterzeichnen, um ihre Unabhängigkeit zu garantieren. Im Gegensatz dazu würden sie dem Reichspakt beitreten, der ihre Armee ausbauen und die erste Verteidigungswelle gegen die Syndikalisten sein. Okay, komm. Wenn ihr das wollt. So, aber sie wollen noch mehr. Auch nachdem wir alle Forderungen akzeptiert haben und fast einer Meinung gewesen sind, hat der Premierminister gefordert, dass wir Luxemburg abgeben. Wenn er jetzt aber noch was fordert, kann er mich im Arsch lecken. Okay, gut. So, wir kommen im Reichspakt. Ja, schauen wir mal, ob das so klug war mit den Forderungen. Also wir sind eigentlich eine Siegermacht gewesen. Wir geben jetzt aktuell den Forderungen einen kleinen Bein. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Als Siegermacht im Ersten Weltkrieg jetzt so sich kaputt machen zu lassen. Naja, Belgien wird mit seinen drei Divisionen bestimmt eine große Hilfe sein. Ich hätte sie einfach kalt machen sollen. Kalt wie so ein Schnitzler, den sie machen sollen. Das Problem ist, das Ganze killt auch mal... Na, wobei unsere Supported Divisions sind gestiegen. Interessanterweise. Und dennoch keine allzu positive Entwicklung, das Ganze. Während wir uns langsam aber sicher ins Jahr 1937 vorbewegen. Was ist hier so los aktuell? Oh wei, oh wei. Das geht ja komplett in die Hose. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Scheint so, als ob wir Deutsch-Ostasien verlieren. Nochmal Militärfabriken. Was gibt das hier so? Research Slot. Ah, nehmen wir auch mal den extra Research Slot extra nochmal mit. So, hier gehen wir, ja, Attack. Political Power Game plus 10%. Sicherlich aktuell nicht so schlecht, ein bisschen mehr Political Power Game zu haben. Was auch ein bisschen besorgniserregend ist, unsere Partei, die DKP, hat viel zu wenig
Naja, wie heißt's? Viel zu wenig Stimmen. Kann ich das irgendwie switcheroon? Nee, kann ich scheinbar nicht aktiv. Bisschen blöd ist, aber gut. Das ist natürlich noch ewig in der Zukunft. Panzer erforschen. You never know why for what you would need a Panzer. Food for Middle Africa. Thanks to the initiative of the new colonial administration. Mittelafrika produziert nun jede Menge Nahrungsmittel in guter Qualität. Hervorragend. Ich habe auch wieder den guten Göring runtergeschickt und der macht scheinbar einen guten Job. So muss es sein. East Turkestan hat kapituliert. Ja, gut, auf alle Fälle. Republikanischer Sieg in Brasilien. Bürgerkrieg gibt es auch noch keine in den United States. Mal gucken, wann der so kommt, falls er kommt. Ich hoffe mal, er kommt. Dass die uns ja langfristig unterstützen. Und ansonsten hier keiner in meinem Bündnis drin, keiner will mir helfen. Bis jetzt ist das hier alles sehr unerfreulich, wie ich finde. Ich weiß aber auch nicht, ob mir das so vorkommt, aber irgendwie passiert es aktuell relativ wenig, oder? Aber kann auch sein, dass mir das natürlich nur so vorkommt aktuell. Wenn wieder 97 Fabriken für Konsumgüter draufgehen. Allein diese scheiß Black Monday-Effekte, die killen wirklich alles, was du dir irgendwie mal vornehmen könntest. Es ist, naja. So, es gibt irgendwie noch Resource Gain Efficiency mit dazu. Civilian Factory Construction Speed Military. Aha. Das ist irgendwie besser, oder? Research Speed, Output 10%, 15% Ressourcengain und Produktionseffizienz. Wir nehmen mal das Ding rein. Produktionseffizienz ist eine Sache, die wir auf alle Fälle brauchen. Und da wir aktuell nicht allzu viel produzieren können. Oh, was ist mit ihm passiert? Ups. Stimmt, da gab es ein bisschen Krawalle. Die sind irgendwie abgedankt worden oder haben abgedankt. Eins von beiden. Ist da eingetreten. Ich habe vorgestellt, tatsächlich die 1939er Artillerie. Wenn wir schon die Forschungsboni haben, dann sollten wir sie auch nutzen. Gibt uns sicherlich einen kleinen Vorteil. Fehlt aber vor allem an Infanterieausrüstung nach wie vor. Was, Gott? Schottland hat Britannien den Krieg erklärt. Okay. Da schicke ich aber sofort Volunteers. Und zwar gute Volunteers, also mehr oder weniger gut. Schottland, send Volunteers, send Air Volunteers euch mit dazu und dann schicken ab und dann warten. Dann muss ich auch gleich wieder niesen vor Freude. So. Oh, oh. Okay. Lied weg. Lied weg. Nein. Ach, ja, okay. After Marxist, Scotland forever. Ja, okay. Kriegen wir dieses Lied jetzt wieder weg, was wir jetzt hier gerade im Hintergrund haben? Danke. Muss ich nicht übertreiben mit Copyright und so. Ihr wisst, wie es ist. Ich habe es oft genug gesagt. Ich habe keine Lust auf Probleme mit diesem dreckigen Sauhaufen. So, Finnland ist im Reichspakt beigetreten. Das ist auch immer schön. Manchmal treten sie uns bei, manchmal treten sie dem Feind bei. Oh, auch mit Wales im Krieg. Oh, das ist interessant. Also das finde ich super. Ein geschwächtes Großbritannien ist ein gutes Großbritannien. So, wir müssen auf alle Fälle gucken, wir müssen die autoritäre Demokratie verbessern. Wir könnten jetzt natürlich switchen, ne? Habe ich ja schon gesehen. Und dann könnten wir auf Kurt von Schleicher gehen wahrscheinlich. Das Ding ist, da ist viel Text dabei. Stärkere Regierung, Kanzler und seine loyalen Freunde. Deutschland über alles. Ja, aber ich. Können wir das extra machen? Das ist halt auf der anderen Seite. Nein, ich möchte eigentlich kommen. We need to change. Verbessern unsere autoritäre Demokratie auf die nächste Stufe. Aber doch, doch, von Ach so. Wir können jetzt auch trotzdem die DRP einstellen. Die DRP wird die
anführende Partei. Kurt von Schleicher wird eingestellt. Und das würde uns halt einfach... Was hat er denn für Boni? Okay, das wusste ich nicht. Bis gerade eben. Kaiser und Kanzler. Ah. Die haben aber keine Boni oder ähnliches. Die sind einfach da und das war's dann. Aber ich wirklich überlegen, das vielleicht doch zu machen. Wenn es ja ein extra Ding ist, sozusagen... If you want to unlock Kurt von Schleicher's Path, it's important that you don't complete this focus before the... Ja, okay, pass auf, wir machen's, komm, scheiß auf, wir machen Kurt von Schleicher. Wir machen's. Let's see. Ah, ich muss das Polizeiaufgabengesetz erst noch machen, okay. Mhm. Das kriegen wir aber auch hin. Jedenfalls wird uns das wahrscheinlich nochmal ein paar Boni geben. So, ich glaube, wir haben in Frankreich erfolgreich Krawalle gemacht. Krawalla, oh nana. Wir haben eine Cola in Frankreich. Oh ja, ja. So, ganz kurze Frage. Außer, dass ich bankrott bin. Sind da Truppen von den Briten? Oder sind da keine Truppen? Genau, geht mal dorthin. Ja, doch, sind Truppen. Hatte mich jetzt schon gewundert, warum da keine Truppen angezeigt wurden. Was wir jetzt aber mal gucken können, dass wir da ein bisschen Schottland zu unterstützen. Standoff in America. Jawohl, jetzt gibt es da doch noch den Bürgerkrieg. Hat mich schon gewundert. Wo der denn bleiben würde, dieser Bürgerkrieg. Schon gedacht so, hä? Oha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dieses Mal sogar. Nicht 4? Sondern 6 Bürgerkriegsnationen. Das ist nochmal eine kleine Steigerung gegenüber dem, was wir sonst so haben. Schottland ist der Ente beigetreten, aber ist jetzt auf alle Fälle neutral. Und Großbritannien ist massiv geschwächt durch diese Entwicklung. Das ist für mich supidupi. Trotz allem. Wales ebenfalls independent. Hervorragend. The Home Nation Secure Independence. Wenn ihr das lesen wollt, macht das gerne. Ich werde jetzt hier nur kurz. Hallo? Oh. Machen wir es kurz so. Wenn ihr diese Sounds nicht überspringt. Ich finde es aber hässlich. Ich weiß, gut, das sind zum Teil uralte Lieder. Da kann sein, dass da gar kein Copyright mehr existiert. Aber ich hatte das letztens auch. Sogar beim Lied von Hearts of Iron selber. Was eigentlich auch 150 Jahre alt ist, gefühlt. Da gab es auch irgendwie Copyright Claim. Und da habe ich keine Lust drauf. Das ist mir zu blöd. Und so beginnt der amerikanische Bürgerkrieg, meine Freunde. So sieht das Ganze dann aus. Jeder gegen jeden. Ich würde wahrscheinlich eher noch die American Union State unterstützen. Mit bis zu 4 Divisions. Machen wir das doch mal. So, aus den Volunteers. Die 4 Jungs. Habe ich nun leider vergessen, meine Luftstreitkräfte mit dazu zu schicken. Naja, ist jetzt egal. Shit happens. In der Zwischenzeit aber übrigens auch 5 Forschungslots, was ja auch schon mal relativ nett ist natürlich. Produktionseffizienz weiter erhöhen. Das Ding ist nur, wir haben halt relativ schlechte Divisionen. Das ist aktuell leider Fakt. Da müssen ein bisschen Support-Artillerie rein. Eine normale Artillerie hätte ich gerne mit rein. Ansonsten können wir aktuell noch gar nicht so viel machen. Engineers vielleicht noch. Gucken, wohin es das führt, kostentechnisch. Leicht ins Verderben. Ich habe auch echt viel zu wenig Fabriken immer noch. Ja, auch kein Wolfram. Handeln können wir aber auch nicht, weil wir nach wie vor keine Fabriken haben. Wir müssen jetzt erstmal gucken eigentlich, dass wir dieses Aftermath of the Black Monday loswerden. So, mit Dänemark gute Beziehung zu haben, ist schon mal ganz nice. Und das ist immer noch der Witz, ne, dass wir hier... Ja... Das ist... Ja, die meisten haben diese Mali auch schon ein bisschen weggemacht. So, dieses Black Money Geschmarre bin ich der Einzige, der den Kack noch hat. Ich hätte da vielleicht viel früher am Anfang sollen, mich dem zu entledigen. Costa Rica requests our protection. Ja, ja, gerne. Sehr gerne. Und die Indo-Chinese Union hat kaputt. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass Deutsch-Ostasien das echt noch gewinnt. Schau, ich habe da gar nicht mehr hingeschaut. Wir haben mir sicher, dass die verlieren.
Und jetzt geht sie auch noch ab. Najd, wie die heißen. Sind auch im Krieg, während wir unsere Truppen jetzt in Louisiana eingetroffen sind. Und was wir jetzt auch nochmal machen könnten, wäre Air Volunteers. Befehle sind klar. Suchen und vernichten des Feindes. Schau mal, das sind sogar die ersten Gebiete, die wir beschlagnahmen könnten. Also die Kalisten. In der Schweiz gibt es also auch Fettkacke. In the Chinese Revolution is defeated as expected, ja. Ja, nennen wir es expected, ne? So, sind meine Jungs jetzt mal da irgendwann? Oh, Technologie. Oh, Helikopter. Ui. Auch gleich welche bekommen, oder was? Nee, hätte schon gedacht. Support Equipment geht sogar weiter zurück. Aber wir haben genug Infanterieausrüstung. Aber theoretisch können wir jetzt mehr Support Equipment bauen. Wir müssen eigentlich wirklich trotz allem ein bisschen von dem Shit handeln. Mit Deutsch-Ostasien. So, unsere Jungs sind da. Dann machen wir die jetzt mal kurz weg hier. Das dürfte jetzt an sich kein Problem sein, hoffe ich. Unsere Truppen sind größtenteils in der Reserve, aber trotzdem. Das Ding ist ein leckerer Snack. Jetzt bannen wir die Franzosen, aber wir machen jetzt nicht weiter, machen hier weiter mit. Warum? Ach so. Ah, ich muss erst mal eins davon. Also war der Weg gar nicht so falsch. Was ich interessant finde eigentlich, warum ich da eigentlich keine Möglichkeiten habe, so wirklich was zu machen. Also ich fühle mich ein bisschen hier benachteiligt aktuell. Ad Technology, Helikopters 25, Units of Focke 8, Gelis, FA-223, Drache wurden geaddet. Drachen kenne ich einige. Aber egal, darüber reden wir jetzt nicht. Da ist hier Chaos, oder was? Swiss Federal Council? Nee. Okay, der Belgrad-Pakt ist soeben gegründet worden. Crisis... Oh, was ist denn jetzt los? So, Nesht hat kapituliert. Crisis over Koto. Die Islamic Federation of Turkestan declared war on the Alash Order. Griechenland ist dem Belgrad-Pakt beigetreten. Und... seitdem Panama unabhängig von Spanien geworden ist, haben sie quasi ihr Interesse an Koto. Ah, an der kostarikanischen Grenze. Ah, jetzt verstehe ich warum. Na, ganz kurz, Costa Rica war ja hier und Panama, und da geht es jetzt hier um eine Provinz oder was? Ja, um diese Provinz geht es hier. Wir können auch mal reden mit denen und dann geht es nächste Folge weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ich hoffe mal, dass ich nicht nochmal einen Safe Game Error mir reinballer. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.